Graf Döhne? Majestät? Sind Sie nicht auch froh, dass diese anstrengenden Hochzeitsfeierlichkeiten vorbei sind? Gewiss, Majestät. Nur zu viel Arbeit hat sich angehäuft. Es bleibt mir kaum mehr Zeit für Ihre Majestät. Majestät, die Herren Minister sind vollzählig versammelt. Ja, lassen Sie eintreten. Bitte, meine Herren. Exzellenz, ich bitte um Ihre Berichterstattung. Majestät, im gestrigen Ministerrat stand als erstes Problem die von Euer Majestät vorgesehene Amnestie in Ungarn zur Debatte. Der Ministerrat, ich bedauere das sagen zu müssen, hat sich einstimmig gegen diesen Erlass ausgesprochen. Die Gründe? Der Minister des Äußeren sowie alle anderen Minister sind der Auffassung, dass diese Amnestie eine neue, unabsehbare Gefahr für Österreich bedeuten würde. Eine weitaus größere Gefahr bedeutet es, wenn man ein Land ständig als Feind betrachtet. Ich werde die Amnestie auch gegen den Willen meiner Minister erlassen. Majestät, dürfte ich... Und wünsche, dass sie unverzüglich verlautbart werde. Herzogin Sophie... Ich möchte mit Gräfin Esterhazy Liechtenstein allein sein. Gräfin Esterhazy, ich habe Sie zur Obersthofmeisterin Ihrer Majestät gemacht, weil ich Vertrauen zu Ihnen habe. Ich wünsche über alles, was Ihre Majestät tut, genauest informiert zu werden. Nicht aus Neugierde, sondern weil ich finde, dass Ihre Majestät schon in Anbetracht Ihrer Jugend meiner Lenkung bedarf. Ich werde mich des Vertrauens, das kaiserliche Hoheit in mich setzen, bestimmt würdig erweisen. Was haben Sie mir zu berichten? Es ist schon wieder ein neuer Ei angekommen. Ich möchte kaiserliche Hoheit um die Erlaubnis bitten, die Vögel in die Menagerie abliefern zu dürfen. Das Geschrei ist unerträglich. Wenn Ihre Majestät Gefallen an diesen Tieren findet, so mag sie sie halten, wo es ihr beliebt. Und wenn Ihnen das Geschrei auf die Nerven geht, Gräfin, empfehle ich Ihnen, Watte in die Ohren zu stopfen. Bitte öffnen Sie diese Lade. Was ist das für ein Buch? Das Tagebuch Ihrer Majestät. Geben Sie es mir. Haben Sie mir sonst noch etwas zu berichten? Ihre Majestät hat sich über die primitiven Badegelegenheiten im Schloss beklagt. Hier hat Maria Theresia gelebt und gebadet. Es wird auch für eine kleine bayerische Prinzessin, die zufällig Kaiserin geworden ist, gut genug sein. Noch etwas? Ihre Majestät hat sich mehrmals erkundigt, ob sich ein Oberst Böckel aus Ischl noch nicht zur Audienz gemeldet hat. Oberst Böckel? Ischl? Kenne ich nicht. Na, dann schauen Sie mich doch etwas genauer an. Fällt Ihnen nichts auf an mir? Herr Postmeister? Da hast du dir vielleicht die Haare schneiden lassen? Blicken Sie etwas tiefer, Herr Postmeister. Ah, das Schnurrbart ist weg. Noch tiefer. Böckel, du bist zum Oberst avanciert. Mehr noch, ich bin nach Wien versetzt. Ja, wirklich, ich gratuliere dir. Ja, wieso denn? Erinnerst du dich an den Ring, den die Kaiserin, wie sie damals noch Prinzessin war, hier bei dir verpfändet hat? Wie sie das Telegramm hat mich bezahlen können. Richtig, diesen Ring habe ich ihr persönlich in einer Audienz überreicht. So. Worauf seine Majestät persönlich meine Versetzung nach Wien angeordnet hat. Wo ich nur ihrer Majestät zur persönlichen Verfügung zu stehen habe. Meiner lieben Elisabeth. Unsere Elisabeth. Nein, meine Elisabeth. Lieber Freund, mir ist etwas Entsetzliches passiert. Was ist denn passiert? Stell dir vor, ich habe mich in die Kaiserin verliebt. Böcke. Wenn sie mich ansieht, dann setzt mein Gehirn aus. Wenn sie mit mir spricht, da fange ich an zu stottern. Und wenn sie mich anlächelt, da bin ich einer Ohnmacht nahe. Böcke. Ihr Lächeln. Dieses Lächeln. Ich liebe sie.
Kroatisch werde ich nie lernen. Was kommt jetzt? Noch eine Sprachstunde, Majestät, Ungarisch. Ah, diese Stunde liebe ich. Ich liebe überhaupt alles, was ungarisch ist. Sie auch, Gräfin? Ich hasse alles, was ungarisch ist. Ach ja, Sie haben in Ungarn Ihren Mann verloren. Es tut mir leid, dass ich durch meine Frage dieses traurige Erlebnis in Ihnen wachgerufen habe. Was bringen Sie, Gräfin? Ihre kaiserliche Hoheit, Erzherzogin Sophie, hat mich beauftragt, Eurer Majestät diese Erläuterungen des spanischen Hofzeremoniells zu überreichen. Eure Majestät mögen dieselben auswendig lernen. 19 Seiten? Was heißt das? Zutritt haben nur die allerhöchsten Frauen und die Palast- und appartementmäßigen Damen. Was sind appartementmäßige Damen? Appartementmäßige Damen sind diejenigen, die zum Unterschied von denjenigen des kleinen Zutritts nach erhaltener Ansage in den Appartements der Kaiserin erscheinen dürfen. Wer zu der Kaiserin kommen darf, ist ganz genau festgelegt. Nur 23 den größten historischen Familien des Landes angehörende Herren und 229 Damen des sogenannten großen Zutrittes. Schön. Ich werde mich bemühen, diesen Unsinn auswendig zu lernen. Gräfin Belgard! Majestät? Lassen Sie Dr. Falk eintreten, damit ich ein bisschen frische Luft atmen kann. Sie waren gestern bei seiner Majestät in Audienz. Jawohl, kaiserliche Hoheit. Aus Ihrer Miene entnehme ich, dass Sie mir nichts Erfreuliches zu berichten haben. Ich fürchte, kaiserliche Hoheit werden über die Nachricht, die ich bringe, ebenso bestürzt sein wie ich. Aber mit Grammatik wollen wir jetzt Schluss machen. Ich möchte, wenn Majestät gestatten, wieder von den Schönheiten der ungarischen Landschaft sprechen. Ja, bitte tun Sie das. Haben Sie mir wieder Bilder mitgebracht? Igen, Majestät. Einige von der Fusta, von der ungarischen unendlichen Tiefebene, mit ihren Schaf- und Rinderherden. Schön. Und das ist hier die königliche Burg in Ofen, die jetzt schon 325 Jahre verwaist dasteht. Wann wird dort wieder ein König einziehen? Ein König, der den Ungarn die Freiheit wiedergibt. Ich werde alles, was in meiner Macht steht, tun, um Ihrem Land zu helfen. Ich weiß nicht wieso. Aber ich fühle mich zu dem ungarischen Land, obwohl ich es gar nicht kenne, so hingezogen wie zu keinem anderen. Das spürt man, Majestät. Und auch die Ungarn, die Eure Majestät noch gar nicht kennen, die von Eurer Majestät nur das wissen, was ich in ungarischen Zeitungen geschrieben habe, verehren Eure Majestät. Mehr noch, sie lieben Eure Majestät, weil sie wissen, dass Majestät ihr guter Engel sind. Du hast den Belagerungszustand in Ungarn aufgehoben und eine Amnestie erlassen? Ja, Mama. Gilt diese Amnestie auch für den Anführer der Rebellen? Für diesen Grafen Andraschi? Aber gewiss, Mama. Ich möchte nicht, dass irgendjemand in meinem Land traurig ist, wo ich selber so glücklich bin. Ja, aber Franz, man kann doch nicht aus einer Sentimentalität heraus regieren. Wir waren uns doch darüber einig, dass ein Aufstand nur durch strenge und äußerste Härte gebrochen werden kann. Ja, Mama, aber versöhnen kann man doch nur durch Güte. Ich kann mir denken, auf welchen Einfluss deine Entscheidung zurückzuführen ist. Sie haben recht, Mama. Sissi. Und ich bin ihr unendlich dankbar dafür. Ich bin neugierig, ob du ihr auch dafür dankbar bist. Was ist das? Ihr Tagebuch. Wie kommen Sie zu Sissis Tagebuch, Mama? Das ist gleichgültig. Schau es dir an. Ich möchte es nicht lesen, bevor sie es gestattet hat. Dann werde ich dir eines ihrer Gedichte vorlesen. Es kehrt der junge Frühling wieder und schmückt den Baum mit frischem Grün und lehrt den Vöglein neue Lieder und macht die Blumen schön erblühen. Das ist doch sehr hübsch, Mama. Doch was ist mir die Frühlingswonne hier in dem fernen, fremden Land? Ich sehn mich nach der Heimatsonne, ich sehn mich nach der Isarstrand. Soll ich weiterlesen? Ich
möchte Sie bitten, mich jetzt allein zu lassen, Mama. Es sind eben neue Sitten hier eingezogen. Wer ist der nächste Audienzbesucher? Unser Gesandter in Paris. Dann lassen Sie ihn bitte erst in 2 Minuten eintreten. Zu Befehl, Majestät. Servus, Franz. Grüß Sie. Ich gehe gleich wieder. Ich habe nur so Sehnsucht nach dir gehabt. Und dann wollte ich dich noch fragen, ob du mich überhaupt noch magst. Mhm. Gar nicht mehr. Und warum nicht? Weil du dich den ganzen Tag nicht um mich kümmerst. Okay. Ich? Du kümmerst dich nicht um mich? Immer sitzt du da an deinem Schreibtisch und regierst. Auch weiß ich gar nicht mehr, wie du aussiehst. Die sind ohnehin nicht mehr frisch. Ja, ja, ich bin eifersüchtig. Eifersüchtig auf wen? Auf diesen Schreibtisch. Mein Tagebuch? Ja, Mama hat's hergebracht. Dann hat sie es aus meinem Schreibtisch genommen. Das weiß ich nicht. Ich habe es jedenfalls nicht berührt. Ich hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Mama hat mir ein Gedicht vorgelesen. Ein sehr hübsches Gedicht, nur. Du hast Heimweh nach Bayern, Sissi? Ja, wenn ich allein bin. Sissi. Deine Heimat ist doch Österreich. Sicher. Aber ich kann auch nichts dafür, wenn ich mich manchmal nach Possenhofen sehne. Nach den Bergen, nach meinen Geschwistern und nach den Eltern. Verstehst du das nicht? Ja, Sissi, ich verstehe es. Und doch auch wieder nicht. Ich tue doch alles, um es dir in deiner neuen Heimat so schön wie möglich zu machen. Ich dachte, du bist glücklich. Bin ich auch. Aber nur, wenn du bei mir bist. Und du bist so selten bei mir. Der österreichische Gesandte in Paris, Freier von Höfner. Ich lasse bitten. Wir sehen uns bei Tisch. Was machst du bis dahin? Auf dich warten, wie immer. Vielleicht werde ich ein bisschen reiten. Aber bevor wir zu Tisch gehen, komm bitte noch in mein Zimmer. Ich muss dir etwas Wichtiges sagen. Herr Oberst, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Sie kommen aus Ischl und sagen, Sie wollen mit der Kaiserin sprechen. Sie glauben, das geht so, mir nix, dir nix. Lieber Herr Zeremonienmeister, ich bin ja dienstlich hier. Ja, glauben Sie, ich bin zu meinem Vergnügen hier? Herr Oberst, Sie werden sich ein bisschen umstellen. Bis jetzt waren Sie im Militärdienst, aber hier herrscht Hofdienst. Hier ist alles Etikette. Und darum haben Sie erstens, um eine Audienz bei Ihrer Majestät anzusuchen und zweitens zu warten, ob Ihre Majestät die Audienz überhaupt bewilligt und drittens haben Sie zu warten, bis ich Ihnen sage, ob Ihre Majestät Entschuldigung. Drehen Sie sich um. Sein Gesicht habe ich schon einmal gesehen. Mehrmals, kaiserliche Hoheit. Ich hatte schon in Ischl das Vergnügen. Ich meine die Ehre. Ach ja, ich erinnere mich. Er ist dieser Unglücksmensch, der mir die verworrensten Berichte erstattet hat. Ich? Wieso bitte? Herr Zeremonienmeister, wollen Sie den Herrn Oberst klar machen, dass er bei Hof keine Fragen zu stellen hat? Jawohl, kaiserliche Hoheit. Außerdem steht er auf meinem Kleid... Herr Oberst... Jetzt. Verzeihung, kaiserliche Hoheit. Also, bei der Kaiserin Mutter haben Sie keinen Stein im Brett? Sie bei mir auch nicht. Herr Oberst, Sie haben an den allerhöchsten Personen
keinerlei Kritik zu üben. Das war keine Kritik, das war eine Feststellung. Auch Feststellungen kommen Ihnen hier bei Hof nicht zu. Bei Hof kommt Ihnen überhaupt nichts zu. Aber ich sehe schon, mit Ihnen werde ich es sehr schwer haben. Wo sind wir vorhin stehen geblieben? Da drüben. Aber nein, ich meine, wovon wir gesprochen haben. Ah, von der Etikette. Sehr richtig. Sie haben also erstens, um eine Audienz bei Ihrer Majestät anzusuchen, zweitens haben Sie zu warten, bis Ihnen Ihre Majestät die Audienz gewährt, und drittens haben Sie wieder zu warten, bis ich Ihnen sage, wann diese Audienz bei Ihrer Majestät... Keine Angst, passiert nicht mehr. Nein, Ihre Majestät, Ihre Majestät. Oh. Ich freue mich, dass Seine Majestät meinen Wunsch, Sie in meiner Nähe zu haben, so schnell erfüllt hat. Majestät, ich bitte sagen zu dürfen, dass... Ja? Ich... Nun, was wollten Sie sagen? Es ist mir entfallen. Ich weiß schon. Ich bitte sagen zu dürfen, dass Eure Majestät keinen treueren Diener haben werden als meine Wenigkeit. Davon bin ich überzeugt. Um Gottes Willen. Oh. Was haben Sie, Herr Oberst? Herr Zeremonienmeister, ein Glas Wasser. Ist Ihnen schlecht? Dieses Lächeln. Dieses Lächeln. Was für ein Lächeln? Ihr Lächeln. Mein Lächeln? Ja. Nein! Das Lächeln Ihrer Majestät. Ja, was ist denn? Ist mein Weiberl schlecht aufgelegt? Erstens bin ich kein Weiberl. Und zweitens bin ich glänzender Laune. Bitte, was hast du? Ich bin glänzender Laune. Na, bravo. Guten Morgen, Gräfin. Ich möchte wissen, ob sich Ihre Majestät bereits dem Studium des Hofzeremoniells unterzogen hat. Noch nicht, kaiserliche Hoheit. Ihre Majestät ist ausgeritten. Das habe ich mir gedacht. Die Pferde sind ja wichtiger als alles andere. Also so viel, wenn du mich fragst, mir auch. So, und jetzt gehe ich in den Prater. Ja, tu das. Nicht voll, Sophie. Auf Wiedersehen. Na, was ist denn? Jesus, ja. Guten Morgen, Majestät. Ich hab gehört, du bist im Prater. Hab ich mir gedacht, ich komm auch herunter. Das freut mich. Wie geht es dir denn? Danke, sehr gut, Majestät. Du brauchst aber nicht so zu schreiben mit mir. Ich höre jedes Wort. Ja, seit wann denn? Seit jeher. Aber ich höre nur das, was ich hören will. Weißt, das ist sehr praktisch. Wenn ich was nicht hören will, höre ich's einfach nicht. Da fragt er einmal, zweimal, dreimal. Ein Viertelmal ist ihm schon zu langweilig und ich erspare mir die Antwort. Also, du bist wirklich ein Original. Aber Majestät, bitte, das bleibt unter uns. Ja, das verspreche ich dir. Na, bravo. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Majestät. Was sagen Sie da? Ihre Majestät hat Einkäufe gemacht? Ja, kaiserliche Hoheit, auf dem Kohlmarkt. Von wem weiß man das? Vom Kutscher. Er hat erzählt, dass Majestät kaum zum Wagen gelangen konnte und dass die Menschenmenge in ihrer Begeisterung das Kleid ihrer Majestät zerrissen hat. Unfassbar! Sisi? Ja? Du bist schon fertig? Ich habe mich beeilt, weil ich neugierig war, was du mir so Wichtiges zu sagen hast. Ja, ich wollte dich fragen, ob du schon weißt, dass wir einen neuen Papagei haben. Oh, den roten? Ja. Von wem ist er denn? Von Tante Marie. Und dann wollte ich dich noch fragen, ob du weißt, was heute für ein Tag ist. Heute? Donnerstag? Naja, du hast zu viel zu tun. Du darfst so etwas vergessen. Heute sind wir 4 Wochen verheiratet. Was, tatsächlich? So lang ist das schon her? Ja.
Ein kleines Hochzeitsgeschenk. Ich hoffe, es macht dir Freude. Es wäre sehr lieb, dass du daran gedacht hast. Das habe ich in einem Geschäft am Kohlmarkt entdeckt. Was, du warst am Kohlmarkt? Ja. Ich wäre beinahe nicht mehr nach Hause gekommen. Du, die Wiener sind schon sehr nett. Die haben mir vor Freude das Kleid zerfetzt. Zerrissen. Also schau, das sind alles Bilder vom Wiegand. Das Burgtor, Schloss Laxenburg, die Spinnerin am Kreuz. Zicken. Wie bezaubernd das alles gemacht ist. Diese winzigen Figuren. Schau, wie duftig die Bäume gemalt sind. Und was ist das da? Das ist die Weilburg in Baden. Was ist denn das? Das ist mein Hochzeitsgeschenk. Das hast du doch nicht vergessen. Ich werde nie vergessen, wie glücklich du mich in jeder Minute gemacht hast. Nie. Ich bin auch sehr glücklich. So. Und jetzt müssen wir leider gehen. Wir haben Gäste. Und das da? Das hole ich mir nachher. Ja, was ist denn das? Ja, mein, ein Münchner Bier. Und das Schweinshaxen. Es ist eine neue Überraschung von mir, liebe Mama. Oh, Franz, du bist wirklich ein Schatz. Wie lange habe ich mich danach gesehnt? Schwiegermama, möchten Sie auch Bier? Nein. Eher Baldrian-Tropfen. Und du, Schwiegerpapa? Bitte? Und du, Schwiegerpapa, möchtest du auch Bier? Ja, natürlich. Franz? Probieren wir's? Eminent, Sie auch? Gerne, Majestät. Na also, die Mehrheit ist für Bier. Ich bin nur neugierig, wie das Bier schmecken wird. Und ich erst. Wunderbar. Das Schweinsackel ist großartig. Nun, bravo. Prost. 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 Alles gut. Nicht schlecht. Franz Carlo. Na, bravo. Ich hoffe aber, lieber Franz, dass das nur eine einmalige Überraschung ist. Und dass du nicht das Schloss Schönbrunn und die Wiener Hofburg in ein Wiener Hofbräuhaus verwandeln wirst. Bestimmt nicht, liebe Mama. Ja. Was schreibt's denn? Ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht gelesen. Einen Moment. Geliebte Eltern, heute habe ich zum ersten Mal nach langer, langer Zeit Münchner Bier getrunken und eine Schweinshaxen gegessen. Es war herrlich. Das glaube ich. Ich habe dabei natürlich gleich an Papeli gedacht. Naja, meine Sehnsucht nach euch und nach unseren Bergen wird von Tag zu Tag größer. Ich habe hier alles und eigentlich nichts. Wie sie es vorausgesehen hat, sie sitzt in einem goldenen Käfig. Ob es so ein Glück für sie war. Aber die Hauptsache ist, dass sie den Franz so gern hat. Und er sie. Sie schreibt, Franz liest mir jeden Wunsch von den Augen ab und trägt mich auf Händen. Und du trinkst mir zu viel. Also du tragst mich nicht auf Händen. Du schimpfst alle Weibe mit mir. Aber okay. Schau, Wickerl. Ich glaube, das ist alles Schicksal. Ich meine nicht, dass ich gerne ein Bier trinke. Sondern dass unsere Sissi Kaiserin geworden ist. Umsonst geschieht nichts auf dieser Welt. Wahrscheinlich hat sie irgendeine Mission zu erfüllen. Wer ist der nächste Audienzbesucher? Graf Julius Andrasch. Lassen Sie den Grafen eintreten. Graf Julius Andrasch. Graf Julius Andrasch.
Ich freue mich, Graf Andrasch, Sie in Wien begrüßen zu können. Treten Sie näher. Majestät, mein erster Weg, nachdem ich aus dem Exil zurückkehren durfte, war der zu Eurer Majestät, um Eurer Majestät zu danken. Für das, was Eure Majestät für Ungarn getan haben. Stehen Sie auf, Graf Andrasch. Die Amnestie hat der Kaiser erlassen. Ihm müssen Sie danken. Ich spreche nicht von der Amnestie, Majestät. Eine Amnestie kann den Hingerichteten nicht das Leben und den heimgesuchten Familien nicht das Glück zurückgeben. Aber ein Herz, das für eine Nation schlägt, kann alles wieder gut machen. Und für diese Liebe möchte ich Eurer Majestät danken. Ich werde auch in Zukunft alles tun, um Ungarn, Österreich und damit auch dem Kaiser näher zu bringen und um Ihrem Land die Gleichberechtigung wiederzugeben. Damit aber das Wort Gleichberechtigung kein leeres Wort sei, möchte ich Sie und alle aus dem Exil heimgekehrten Ungarn mit Ihren Damen zum nächsten Hofball einladen. Wir wollen an diesem Tag die Stunde feiern, die unsere Herzen einander näher gebracht hat. Was hast du gehört? Ich bin empört. Ja, worüber denn? Dass Elisabeth unsere Feinde hier eingeladen hat. Besonders diesen Grafen Andrasch, diesen Aufrührer. Aber ja, ich kann es eben immer noch nicht vergessen, dass es ein Ungar war, der den Dolch gegen Franz erhoben hat. Und jetzt ist er hier schutzlos seinen Feinden ausgeliefert. Kaiserliche Hoheit. Graf Julius Andrasch bittet, um die hohe Ehre vorgestellt werden zu dürfen. Bravo. Ich habe keine Veranlassung, einem Rebellen, auch wenn ihn die Amnestie straffrei gemacht hat, die Hand zu reichen. Kaiserliche Hoheit, wie soll ich das dem Grafen sagen? Deutsch oder Ungarisch? Das ist mir egal. Schade, dass der Wald so bald zu Ende ist. Dann muss ich dich wieder den anderen überlassen. Meine Herren, die Kaiserin Mutter hat mich und damit uns alle öffentlich brüskiert, indem sie die Amnestie als eine belanglose Formsache hinstellt und uns weiterhin als Feinde betrachtet. Unfassbar! Ich bin dafür, dass wir demonstrativ den Hofball verlassen. Ich bin ganz deiner Meinung. Das könnt ihr nicht machen. Schließlich seid ihr Gäste des Kaiserpaars und nicht der Kaiserin Mutter. Das ist ganz egal. Wir dürfen uns einen solchen Affront nicht bieten lassen. Bitte verständige unsere Dame. Natürlich. Es tut mir leid. Jula. Gerun, Majestät, Zirkel zu halten? Ja. Wo sind denn die anderen? Ach, Marianne. Majestät, ich bitte untertänigst um Verzeihung, wenn ich es wage, Eure Majestät anzusprechen. Ja, was ist denn geschehen? Die ungarischen Gäste wurden von ihrer kaiserlichen Hoheit, Erzherzogin Sophie, brüskiert. Sie wollten demonstrativ den Ball verlassen. Erzherzogin Sophie hat uns beleidigt. Und Andrasch will, dass wir den Ball demonstrativ verlassen. Majestät, ein Verlassen des Festes würde einem Bruch der neuen freundschaftlichen Beziehungen gleichkommen. Aber wie kann man sie zurückhalten? Dr. Falk, bitte lassen Sie mich allein. Majestät,
denn, Sissi? Du bist auf einmal so blass. Franz, bitte verzeih, wenn ich jetzt etwas tue, was gegen das spanische Hofzeremoniell verstößt. Aber ich tue es für dich und für dein Land. Was willst du denn tun, Sissi? Aber das ist ja unmöglich, Gräfin. Ich weiß es, aber es ist der ausdrückliche Wunsch Ihrer Majestät. Tja. Meine Damen und Herren, auf allerhöchsten Befehl, Damenwahl. Damenwahl? Hast du das angeordnet, Franz? Nein, ich. Herr Oberst, überbringen Sie dem Grafen Andraschi meine Aufforderung zum Tanz. Jawohl, Majestät. Also, ich bin sprachlos. Sind alle unsere Landsleute beisammen? Ja, aber müssten wir uns nicht von seiner Majestät verabschieden? Nein, wir gehen ohne Gruß. Nein, aus dem Leert. Lege ich auch gerne ein Buschus können Türle. Igen, das war ja Nein. Frau Andraschi aus Mutterholz. Medjün, auch Komenjün. Verzeihung, bitte entschuldigen. Graf Andraschi, Ihre Majestät lässt Sie durch mich um den nächsten Tanz bitten. Ich glaube, dass diese Auszeichnung der Kaiserin größer ist als die Beleidigung der Schwiegermutter. Wir müssen bleiben. Gräfin Karoli, fordern Sie seine Majestät zum Tanz auf. Gerne. Darf ich Sie zu den Majestäten führen? Ich bitte darum. Und du stehst da, Franz, und sagst nichts. Ich kenne zwar noch nicht die Gründe, Mama, die Sie dazu bewogen haben, diesen Schritt zu unternehmen, aber es ist selbstverständlich, dass ich mich mit allem, was sie tut, identifiziere. Majestät, darf ich um den Tanz bitten? Gerne. Zu Ende. Ja, aber warum? Um Gottes Willen! Was ist geschehen? Ein Attentat? Die Kaiserin ist ohnmächtig geworden. Was? Er ist noch bei ihr. Was kann nur die Ursache gewesen sein? Sicher ist Ihre Majestät vom Pferd gestürzt. Ja, aber das hätte ich doch sehen müssen. Ich war doch immer in ihrer Nähe. Die Kaiserin im Prater geritten ist wahnsinnig dabei. Ich glaube, es ist der Blinddarm. Die Kaiserin hat schon mehrmals über Schmerzen geklagt. Ich bin vollkommen überzeugt, dass nur die Auseinandersetzung mit Erzherzogin Sophie daran schuld war. Sollte man nicht seine Majestät verständigen, dass der Arzt bei der Kaiserin ist? Nein. Seine Majestät darf im Augenblick nicht gestört werden. Eben ist der russische Gesandte in Audienz. Der Kaiser steht vor schweren Entscheidungen, die möglicherweise Krieg bedeuten könnten. Ist Hofrat Seeburger noch bei Ihrer Majestät? Ja, kaiserliche Hoheit. Ja. Bin ich sehr krank, Herr Hofrat? Ich glaube nicht, Majestät. Nur das Reiten. Das müssen Majestät in der nächsten Zeit lassen. Großes Opfer. Es muss aber sein, Majestät. Ja, hat es mir denn so geschadet? Geschadet? Nein. Mir, was fehlt mir denn dann? Majestät sind guter Hoffnung. Nein. Ja, Majestät. Herr Doktor! Das... Nein, sowas? Herr Doktor? Was hat denn das zu bedeuten? Franz, ich muss dich dringend sprechen. Entschuldigen Sie, Exzellenz.
Sissi, was ist denn los? Franz? Ja? Wir bekommen ein Kind. Sissi, ist das wahr? Ja. Ist das wirklich wahr? Ja, ja! Lass mich Sissi! Runter. Oh. Oh, nicht drücken! Nicht drücken! Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Franz! Max! Ja, ja. Eine Neuigkeit. Was ist? Eine schöne Neuigkeit. Was ist denn geschehen? Aus Wien. Von der Sissi. Sissi? Ja, na. Die Sissi kriegt ein Kind. Ich gratuliere dir. Du wirst Großvater. Was? Also der Thomas muss immer alles gleich ausplaudern. Ja, Kinder, es ist wirklich wahr. So Gott will, werdet ihr im Frühjahr alle kleine Onkel und Tanten sein. Hurra! Ich bin ein Onkel! Ich bin eine Tante! Du auch, natürlich! Ja. Du auch. Königliche Hoheit, darf ich die herzlichsten Glückwünsche aussprechen? Ich danke Ihnen, danke schön. Jetzt bringen Sie schnell eine Flasche Champagner, diese freudige Nachricht. Müssen wir begießen. Jawohl, Königliche Hoheit. Jetzt aber Schluss, jetzt gehen wir schlafen, ja? Thomas! Ja, bringen Sie die Onkeln und Tanten ins Bett. Jawohl! Morgen König wieder, ja? Komm, Onkel Gacki! Nacht! Ja. Hoffentlich wird ein kleiner Thronfolger. Wenn er so aussieht wie die Sissi damals, da wäre mir ein Mädel lieber. Du, ich glaub dem Franzl aber nicht. Ich bin sehr glücklich. Ja, siehst du, das sind die Glückstage im Leben. Die einem aber gleichzeitig leise zuflüstern, dass man älter wird. Aber trotzdem, mir ist, als wäre es gestern gewesen, wie du mir damals am heiligen Abend das schönste Geschenk meines Lebens gemacht hast. Die Sissi. Was sie nicht entzücken. Ich war sehr stolz auf unser Christkind. Ich auch. Und jetzt wird sie bald selbst eine stolze Mutter sein. Ist es ein Bub? Eine Prinzessin. Ich bin sehr, sehr glücklich. Wie glücklich würdest du erst sein, wenn es ein kleiner Kronprinz wäre? Ich kann's nicht erwarten, bis ich das Kind sehe. Und ich erst. Jetzt habe ich was gehört. Hier, meine Lieben, bringe ich euch die jüngste Prinzessin. Oh Gott. Oh, oh. Ist genau die Sissi, die Augen, die Haare, genau. Max, gib mir es doch auch. Ja, lass mir es doch auch. Moment. Die Ohren hat's auch von der Sissi. Alle beide. Na, Max, also du machst mich wahnsinnig. Komm, gib mir es jetzt, ja? Ja. Gib mir es. Aber nur einen Augenblick, ich muss mir das nachher noch mal genau ansehen, alles. Oh Gott, ist das süß. Nun schau dir das an, das Maserl, genau wie unsere Sissi, ja? Das Goschel. Ja, oh Goschel. Wie soll sie denn eigentlich heißen, die kleine Prinzessin? Na, Sissi natürlich. Nein. Franz Josef und ich haben schon vorher bestimmt, dass wenn es ein Bub würde, soll er Rudolf heißen. Und wenn es ein Mädchen wird, was ich leider befürchtet habe, soll sie Sophie heißen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass wir sie nicht Ludovica taufen lassen. Ich? Aber nein. Ludovica ist wirklich kein so schöner Name. Na, so schön ist Sophie auch nicht. Da hat er eigentlich recht. Seit wann hörst du denn so viel? Bitte? Weißt du, ich hab's ihn von den Lippen abgelesen. Merkwürdig. Liebe Kinder, eure liebe Nichte wurde heute auf die Namen Sophie, Anastasia, Amalie, Elisabeth, Franziska, Stefanie, Caroline, Maria getauft. So viele Namen? Ja, ja. Muss man sich die alle merken? Nein, merken musst du dir nur Sophie.
Du, Thomas, hat sie das Stockfest hineingezwickt, die kleine Soferl? Ja, ja, aber sie hat nichts gespürt. Wenn mich der Storch auf die Welt gebracht hat, habe ich auch nichts gespürt. Ich auch. Ja, du schon, ja. In einigen Tagen werden Papa und ich wieder bei euch sein. Und wir freuen uns schon sehr auf ein Wiedersehen. Fein, bis dahin spielen wir Indianer. Ja, 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 ja. Hast du nicht süß gezaubert? Wir suchen neue Kinderheim. Ja, ich komme gleich. Ziemlich laut. Wie alt sind denn Ihre Schätzchen? Das ist ganz verschieden, Majestät. Zwischen 2 und 7 Monaten. Aha. Das ist ein Mittel. Wie schwer ist das denn? 5000 Gramm, Majestät. Viel schwerer als meins. Meins ist aber auch noch nicht so alt. Ja. Und er hat Hunger. Er will seine Milch. Ach, Majestät, er hat schon getrunken. Ah ja? Ja. Bitte, Majestät. Danke. Er schreit mich zu seinem Verdienen. Ach so. Bist du ein Mädel? Nein, nein, Master. Er weiß schon, dass er ein Buberl ist. Wir werden dich allein lassen, dass du schlafen kannst. Na und dir? Schmeckt dir der Daumen, ja? Ronin, du bist müde. Wie heißt es denn? Eva. Entzückend. Schade, dass seine Majestät nicht da ist. Er hat Kinder auch so gern wie ich. Sissi. Wo findet man dich? An deinem Schreibtisch. Wo kommst du denn her? Ich habe ein Säuglingsheim besucht. Was schön? Es war reizend. Diese vielen Kinder, eins süßer als das andere. Du, eins war so klein. Na. Aber so bestimmt. Aber so süß wie unsere ist es keins. Naja, das ist ja selbstverständlich. Und wie ist das Heim? Sehr nett und sauber. Nur, es könnte freundlicher sein. Weißt du, Franz, in so ein Haus gehört viel Licht und viel Sonne. Ja, du hast recht, ich werde veranlassen, dass das in Zukunft berücksichtigt wird. Du, und jetzt besuchen wir unseren Schatz. Ja. Komm. Wir dürfen keinen Lärm machen, vielleicht schläft sie. Die Wiege ist weg. Wo ist denn mein Kind? Was ist denn hier los? Sissi, wusste nicht, dass Mama den Umzug bereits veranlasst hat. Wolltest du eigentlich erst heute Abend sagen? Mama hat beschlossen, die Erziehung unseres Kindes zu übernehmen. Und das Kind hat sie in einem anderen Trakt des Schlosses neben ihren Gemächern eingerichtet. Ja. Ja, wie kommt denn Mama auf einen solchen Gedanken? Ich kann doch selbst für mein Kind sorgen. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Sie hat 8 Kinder großgezogen. Mama wollte dir bestimmt nicht wehtun. Und ich schon gar nicht, Sissi, das weißt du doch. Es war vielleicht mein Fehler, dass ich dir nicht vorher gesagt habe, aber schau, vor uns sind so viele Reisen und Empfänge und du hättest doch gar keine Zeit für mein Kind werde ich immer Zeit haben. Mehr als für alle Reisen und Empfänge. Ich lasse mir mein Kind nicht wegnehmen. Aber es will dir doch niemand wegnehmen. Aber sie hat es ja schon getan. Wo willst du hin, Sissi? Mein Kind holen. Sissi! Wo ist mein Kind? In seinem Zimmer, hier nebenan. Aber du kannst jetzt nicht zu ihm, denn es schläft. Ich wünsche, dass das Kinderzimmer sofort wieder dahin verlegt wird, wo es war.
Und mein Kind nehme ich gleich selbst mit. Ich habe dir schon gesagt, du kannst jetzt nicht hinein, denn das Kind schläft. In meinen Armen wird es nicht aufwachen. Bitte geben Sie mir den Weg frei. Das Kind steht unter meiner Obhut. Ich bin die Mutter. Du bist selbst noch ein Kind. Deshalb wirst du die Erziehung des Kindes gefälligst mir überlassen. Ich denke gar nicht daran, die Erziehung meines Kindes jemand anderem zu überlassen. Ich erziehe mein Kind, wie ich will. Ich bitte Sie zum letzten Mal. Lassen Sie mich zu meinem Kind. Sissi, sei doch vernünftig. Mama meint es doch nur gut. Du stellst dich also auf die Seite deiner Mutter. Gegen mich. Ich bin gewohnt, die Dinge nüchtern zu betrachten, Sissi. Ich will wissen, ob du auch dagegen bist, dass ich unser Kind erziehe. Ich habe dir schon die Gründe gesagt, die dagegen sprechen. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Sissi, bleib doch da! Herr Oberst! Majestät? Lassen Sie sofort einspannen, ich verreise. Sie werden mich begleiten, aber nur Sie und Gräfin Belgar, sonst niemand. Zu Befehl, Majestät! Was gibt es denn? Kaiserliche Hoheit, ich bin aufs Äußerste bestürzt. Ihre Majestät ist abgereist. Weiß man wohin? Nein, Kaiserliche Hoheit. Hat sich die Kaiserin von seiner Majestät verabschiedet? Nein, Kaiserliche Hoheit. Soll ich seiner Majestät von der Abreise Bericht erstatten? Nein, das werde ich tun. Vielleicht haben wir doch nicht richtig gehandelt. Vielleicht hätten wir die Kleine doch bei Sissi lassen sollen. Bei einem Geschäft, das so unbesonnen ist, sang- und klanglos abzureisen, der einfach durchgeht wie eine x-beliebige Bürgersfrau. Ich habe dich immer vor dieser Heirat gewarnt. Mama, ich bitte Sie, derartige Bemerkungen zu unterlassen. Ah, nun lehnst auch du dich auf gegen mich. Weil Sie zu vergessen scheinen, dass ich mit Sissi sehr glücklich verheiratet bin und dass ich mir ein Leben ohne Sie gar nicht mehr vorstellen kann. Rasch, Herr Postmeister! Ein Telegramm. Ja, Becky, du bist lieber in Innsbruck. Ja, aber nur auf der Durchreise. Kann uns hier jemand hören? Ja, schön, da sehen ist ja niemand da. Und wer ist da drin? Niemand. Oh, ja, wir hereinkommen, macht er einen Wirbel? Ich mache keinen Wirbel, ich komme in Staatsaffären. Bitte sehr. Wie telegrafiert man einem Kaiser? Wen willst du telegrafieren? Bitte frag nicht zu viel, sondern telegrafiere. An seine Majestät, den Kaiser von Österreich. Sehr geehrte Majestät. Nein, das kann man nicht. Nein, weg, mach das. Weg, nein. Ich meine, an die Kabinettskanzlei, zu Handen seiner Majestät. Das ist gut. Nicht telegrafieren, nicht das ist gut, sondern Geist das ist doch. Gut, meine ich. Ja, das ist gut. Ich bin mit Ihrer Majestät auf dem Wege. Nein, das ist auch. Halt, zurück. Du machst mich wirklich krank. Du mich, bitte. Bitte telegrafier jetzt. Ihre Majestät ist auf dem Wege mit mir nach Postenhofen. Nicht so laut! Grüß Gott, Gräfin. Grüß Gott, Herr Oberst. Walburga, kommen. Ich heiße Rin. Nun sag mir, warum hast du das Baby nicht mitgebracht? Ach, weißt du, die Fahrt wäre doch zu weit gewesen. Ja, das sehe ich ein. Und der Franz, was ist mit ihm? Warum ist er nicht mitgekommen? Er hat zu viel Arbeit. Ich sehe ihn oft den ganzen Tag nicht. Oh. Aber ich bin glücklich, dass ich wieder da bin. Ich lebe förmlich auf. Wo ist denn der Papi? Der ist mit den Kindern in den Wald gegangen. Also ich kann es noch gar nicht fassen, dass du da bist. Nun komm und mach dir's bequem. Ja, Seppi, schau, Seppi, wer da ist. Seppi, ja. Schön ist es, das alles wieder zu sehen. Wo ist denn eigentlich Nene? Nene, bei Tante Marie in Potsdam. Und dann kann ich ja in ihrem Zimmer schlafen. Ja, warum denn nicht in deinem?
Ja, hab ich denn noch eins? Aber Sissi, es hat sich nichts verändert, komm. So habe ich mir das Schloss vorgestellt, in dem unsere Kaiserin aufgewachsen ist. Genau so. Tatsächlich, es ist alles noch so, wie es war. Na, das sind ja sogar frische Blumen. Die stelle ich immer hierher. Und da ist das Buch, in dem ich zuletzt gelesen habe. Ich kann mich noch genau erinnern. Und hier hast du sogar etwas zum Anziehen. Meine Dirndl. Sogar die Unordnung ist noch da. Weißt du, mein Schatz, ich habe hier alles so gelassen, wie es war. Und wenn ich dann in dein Zimmer kam, und ich war jeden Tag hier, hatte ich immer das Gefühl, du bist noch da. Mami, du ahnst gar nicht, wie glücklich es einen macht, wenn man weiß, dass man geliebt wird. Aber Sissi, du bist doch von allen geliebt. Und was das Wichtigste ist von Franz, du hast mir doch geschrieben, dass er dich auf Händen trägt, nicht? Ja, er liest mir jeden Wunsch von den Augen ab. Und wie ist es mit Tante Sophie? Versteht ihr euch schon etwas besser? Ich habe sie so gebeten, nett zu dir zu sein. Ja, doch, wir verstehen uns schon viel besser. Gott sei Dank. Du glaubst gar nicht, wie glücklich ich bin. Es wäre schrecklich für mich zu wissen, wenn das anders wäre. Aber jetzt zieht er dein Dirndl an, ja? Ich möchte dich wieder mal so sehen, wie du hier rumgelaufen bist, bevor du Kaiserin von Österreich wurdest. Das Gepäck ist schon im Zimmer, Herr Oberst. Ah, danke schön. Gackel, stoß ins Horn, dass die merken, dass wir einen Hunger haben. Das ist der Herzog Max und die Kinder. Juhu! Ihr Vater. Da habe ich doch eben seine Stimme gehört. Wo ist er denn? Ah, da kommt er. Papi! Sissi! Papi! Na also. Grüß euch Gott. Ist der Kaiser auch da? Nein. Nein, ich bin allein da. Hast du mitgebracht? Das ist eine freudige Überraschung. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Jetzt haben wir sie wieder. Was? Ja. Na Max, was sagst du, wie ihr das Dirndl noch passt? Sie schaut gar nicht aus wie die Kaiserin von Österreich, sondern genauso wie meine kleine Sissi. Du komm schnell, ich zeig dir was. Du Mami, ja, warum hat die Sissi unsere Nichte nicht mitgebracht? Ja. Ich habe sie so gern kennengelernt. Ja, was glaubt ihr? Sie ist ja noch so klein, ganz klein, das kann doch gar nicht laufen. Macht nichts, ich hätte sie herumgetragen. Ja, du bist ein Held, aber erst müssen wir noch ein paar Knödel essen. Komm, Knödel essen. Hurra! Das sind ja alle meine Vögel. Aber ich habe sie doch ausgelassen, bevor ich nach Wien gefahren bin. Die sind alle wieder zurückgekommen, weil es ihnen da am besten geht. Und wer füttert sie? Na, ich. Glaubst du, ich würde jemand anders erlauben, deine Vögel zu füttern? Weißt du, wer noch zurückgekommen ist? Dein Bock. Der Xaverl? Ja, aber wie er gemerkt hat, dass du nicht mehr da bist, ist er gleich wieder in den Wald hineingelaufen. Aber Sissi, was ist denn? Du bist ja ganz verändert. Oh, das kommt dir nur so vor. Ich kann mir schon denken, was dir gefehlt hat. Unser Wald, unsere Berge, was? Vielleicht. Da war es gescheit, dass du gekommen bist. Hättest du Lust, mit mir auf den Auerhahn zu gehen? Ja, gern. Wir haben jetzt 8 Stück im Revier. Ja? Aber dass du nicht wieder zu niesen anfängst, wenn ich schießen will, so wie du deinem Franzl den Hirschen vergrämt hast. Hat er dir das erzählt? Den Hirschen hat er nie mehr gesehen. Ja, ich weiß. Also, ich verspreche dir, ich werde bestimmt nicht niesen. Ja, alles gut. Ich habe recht gehabt, sie ist nach Posenhofen gefahren. Na schön. Sie wird wiederkommen. Das wird sie nicht, dazu kenne ich sie zu gut. Ich hole sie. Aber Franz, du kannst doch jetzt nicht einfach wegfahren. Gerade jetzt, wo so wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen. Für mich ist nichts wichtiger als Sissi. Ich hole sie unter allen Umständen. Aber Sie können versichert sein, Mama, dass ich ihr Vorwürfe nicht ersparen werde. Weißt du noch, wie man einen Auerhahn anspringt? Ja, natürlich. Wenn er balzt, schnell ein paar Schritte näher springen. Da hört und sieht er nichts. Wenn er aufhört, stillstehen wie ein Baum. Und die Augen zumachen, damit er das Weiße nicht sieht. Richtig.
bist. Ich habe nur Sorge, Mom. Also, mit dir gehe ich nicht mehr auf die Jagd. Das kann ich dir sagen. Nicht böse, Papa. Er war so schön. Lassen wir ihn weiterbalzen. Also gut, lassen wir ihn weiterbalzen. Schön ist es wieder mal, mit dir durch den Wald zu gehen. Weißt du, oft denke ich dran, was du mir damals gesagt hast, wie ich mit dir auf dem Bock war. Wenn du einmal Sorgen hast, dann geh mit offenen Augen durch den Wald. Was? Hast du denn Sorgen? Große Papi. Sissi, was ist denn? Komm, sag mir es. Raus damit. Ich bin nicht gekommen, um euch zu besuchen. Ich bin weggelaufen von dir. Um Gottes Willen, Sissi. Warum denn? Weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Die Tante Sophie hat mich gequält. Und zuletzt hat sie mir mein Kind weggenommen. Sissi, du weißt, ich stehe zu dir und ich verstehe auch alles. Aber das hättest du nicht tun dürfen. Du bist die Kaiserin von Österreich. Du darfst nicht dein Land verlassen. Was hat der Mama dazu gesagt? Die weiß es ja noch gar nicht. Sie hat sich so gefreut über mein Kommen, dass ich es nicht übers Herz gebracht habe, etwas zu sagen. Bitte sag ihr nichts. Vielleicht wird alles wieder gut und sie würde sich nur unnötig aufregen. Gut, wenn du nicht willst, dann sag ich ihr nichts. Sagen Sie mal, Thomas, was war das? Was die Prinzessin immer so, ich sag immer noch Prinzessin, die Kaiserin immer so gern gegessen hat. Specknödel. Specknödel waren es, richtig. Die mache ich ja aber selber. Ja, königliche Hoheit. Die kann auch niemand so gut machen wie königliche Hoheit. Ja, aber ich muss mich beeilen. Sagen Sie der Walburga, sie soll mir alles gleich herrichten. Sehr ja? Wohl, königliche Hoheit. Servus, Marco. Grüß dich, Vic. Was hast du denn? Ich? Nichts. Aber du hast doch was. Na, was ist dir denn über die Leber gelaufen? Bei mir ist doch nichts über die Leber gelaufen. Ach so. Na, komm, jetzt mach kein so trauriges Gesicht. Ich weiß schon, die Sissi hat mir alles erzählt. Was hat die Sissi erzählt? Na, das mit dem Mann. Ach so. Na komm, Max, mach da nichts draus. Oder ist noch was? Ich kenne dich, du hast was. Dich druckt etwas. Aber mich druckt doch nichts. Ja, höchstens die Knödel, die ich gestern Abend gegessen habe. die Knödel. Königliche Hoheit, seine Majestät, der Kaiser von Österreich. Der Kaiser? Na so was. Ja, das ist... Empfang du ihn. Ich muss mich umziehen. Aber Max, du machst doch sonst keine Geschichten. Ich erkläre dir das nachher. Du bist aber heute komisch. Ist die alte, liebe Tante? Schrank! Diese Freude! Erst Sissi, dann du. Oh, pardon. Ich konnte mich leider vorher nicht ansagen, aber du hast ja sicher mit meinem Besuch gerechnet. Ich hatte keine Ahnung. Sissi sagt, du bist mit Arbeit überhäuft. Und kannst unmöglich abkommen. Ja, das stimmt, aber die Bereinigung dieser peinlichen Angelegenheit war mir wichtiger als alles andere. Welche peinliche Angelegenheit? Naja, dass Sissi mir davongelaufen ist. Was ist sie? Hat sie dir denn nichts davon erzählt? Kein Wort. Ja, aber warum ist sie davongelaufen? Mein Gott, die alte Geschichte. Sie versteht sich nicht mit meiner Mutter. Ja, es stimmt, Mama behandelt sie nicht richtig. Aber es ist doch noch lange kein Grund, dass sie mich und das Land einfach sang- und klanglos verlässt. Ja, du hast vollkommen recht. Ich verstehe auch nicht, wie sie sowas tun konnte. Aber was war denn die Ursache, ich meine, der Anstoß, dass sie weggelaufen ist? Weil ich mein Einverständnis dazu gegeben habe, dass meine Mutter die Erziehung unseres Kindes übernimmt. Was hast du? Nach meiner Ansicht und nach der Ansicht meiner Mutter war es die einzig richtige Lösung. Ja, habt ihr denn Sissi das Kind weggenommen? Wir haben das Kinderzimmer verlegt. Und da wundert ihr euch, dass sie euch davongelaufen ist. Aber sie hätte doch zumindest Rücksicht nehmen müssen auf das Ansehen des kaiserlichen Hauses.
Hier geht es nicht um das Ansehen des kaiserlichen Hauses. Hier geht es lediglich darum, dass man einer Mutter das Kind weggenommen hat. Ich und jede andere Frau, die ein bisschen Herz im Leibe hat, hätte dasselbe getan. Du wirst das nicht verstehen, weil du ein Mann bist. Aber glaube mir, jede Mutter wird Sissi recht geben. Wieso hat er eigentlich gewusst, dass ich da bin? Von Ihnen, Gräfin? Nein, Majestät, von Oberst Böckel. Er hat nach Wien telegrafiert. Also, das ist doch... Wunderbar. Wenn er nicht gewusst hätte, wo du bist, hätte er dir nicht nachreisen können. Und dass er dir nachgereist ist, das beweist doch, dass er sein Unrecht einsieht. Und darum musst du jetzt recht lieb zu ihm sein. Lieb zu ihm sein? Im Gegenteil. Jetzt werde ich ihm endlich sagen, was ich in Wien immer hinunterschlucken musste. Du kannst Sissi nur wiedergewinnen, wenn du ihr jetzt keine Vorwürfe machst. Es tut mir leid, aber ich kann ihr Vorwürfe nicht ersparen. Ich werde dir klipp und klar sagen... Sie kommen. Franzl. Ich bin so glücklich, dass ich dich wieder habe. Wie geht es unserer Kleinen? Danke, gut. Und hat sie zugenommen? 200 Gramm. Verbringt sie die Milch? Ausgezeichnet. Du, ich weiß, ich habe dir sehr weh getan. Es tut mir so leid. Mir auch. Ich war so dumm. Aber jetzt wird alles wieder gut. Ja. Und alles geschieht so, wie du es willst. Nein, wie du willst. Sie haben telegrafiert? Jawohl. Das haben Sie großartig gemacht. Ja? Fast eine historische Tat. Alistair? Ja. Historische Tat? Wir fahren aber nicht gleich wieder nach Wien. Nein, wohin denn? Du musst doch endlich einmal dein Land kennenlernen. Kärnten, Steiermark. Nun, damit du nicht immer Sehnsucht nach deinen Bergen haben musst, zeige ich dir mal unsere Berge. Ja, das wäre schön. Du weißt, wo wir anfangen? Wo? In Tirol. Ich freue mich schrecklich. Herrlich ist es hier. Ich habe noch nie so was Schönes gesehen. Gell? Wundervoll ist. Siehst du? Dort unter den Wolken ist Innsbruck. Und dort drüben der große Berg, das ist der Habicht. Ja, aber sag mir, warum muss ich eigentlich den Berg heraufreiten? Weil es für dich zu anstrengend ist. Für mich? Was glaubst du, was wir Kinder mit unserem Papi schon für Bergtouren gemacht haben? Er hat immer gesagt, an den Gämsen müsst ihr euch ein Beispiel nehmen. Kein Berg darf euch zu hoch sein und kein Weg zu schmal. Siehst du das Kreuz dort oben? Ja. Pass mal auf. Ich zeig dir was. Sissi, bleib da. Gib Acht, du hast doch keine Bergschuhe an. Ich brauch keine. Vorsicht, Majestät! Ja, ja. Vorsicht, Majestät! Mordskerl. Verzeih mir, ich meine eine Mordskaiserin, die Majestät. Franzl, das sind Gänsen! Ja, ich komme! Geil! Jetzt kriegst du die Ahnung auf! Wunderbar, du kletterst so gut wie ich. Wo sind die Gämsen? Da, siehst du. Schau, wie schön. Du, da sind ein paar gute Bett drunter. Mhm. Siehst du, das gibt's? Ja. 13. Ich glaube, jetzt haben's Wind bekommen. Schade, jetzt gehen's dahin. Du, dort ist ein Edelweiß. Wo? Dort drüben auf dem Felsen. Warte, ich hol dir's. Ah, ja. Halt einmal. Franz, bleib da. Das ist gefährlich. Pass auf! Was macht er denn? Edelweiß will er pflücken. Wie die Kinder. Ist er noch rum? Vorläufig noch.
Ich hab's. Ja, ich komme. Ich habe Angst gehabt. Danke. Du, ich habe das Gefühl, wir bekommen ein Gewitter. Du bist doch ganz blauer Himmel. Ja, das geht rasch hier. An dem Berg siehst du, wie schnell die Wolken ziehen. Bergführer, ist eine Schutzhütte in der Nähe? Wohl, Majestät, aber der Bergwirt wird unglücklich sein. Der hätte bestimmt ein gutes Essen hergerichtet, wenn er gewusst hätte, dass eure Majestät kommen. Na, dann sagen wir eben nicht, wer wir sind. Und essen das, was er hat. Jawohl, Majestät. Ja, was rischelt, was raschelt, was pumpert im Stroh? Drei bucklige Mais und der Hatschert der Floh. Der Pudel, der wackelt beim Schwurf hin und her. Der Schwurf kann das nicht, denn der Pudel ist ihm schwer. Bist du in solchen Schutzhütten weißt, immer wenn wir längere Ausflüge gemacht haben. Da habe ich auch oft Zither gespielt, aber nicht so falsch wie der. Danke. Pass auf jetzt, jetzt greift er gleich wieder daneben. Nein. Jägerli, jetzt greifen Sie wieder auf. Das sieht ja großartig aus. Ist da auch Speck drinnen? Wohl, da ist der Speck drin. Moment, gibt's keine Teller? Kommt ja die Schüssel. Was willst du noch einen trinken? No, vielleicht ein Glas Milch. Haben wir keine. Die Gose ist nicht heimgekommen. Das Lude, die Sackre, sie hat sie wieder verstehen. Wie bitte? Die Gose ist nicht heimgekommen, sollst du vergessen. Der hat sie wieder verstehen, das Lude, das Sackrische. Aha. Und was haben Sie uns zu trinken? Ein Rädelkind zum und ein Brunken. Also, ich möchte ja furchtbar gerne einen Rädel trinken, aber ich weiß leider nicht, was das ist. Ich verstehe nicht ein Wort von dem, was er sagt. Na sowas. Du verstehst die Sprache in deinem eigenen Land nicht? Das ist ein Schand, Majestät. Rädel ist Rotwein, Brunken ist Braunwein. Ach so, Herr Wirt, bitte schön einen Rädel. Ja. Und mir einen Brunken. Haben Sie einen Schand? Ja, den kannst du haben. Na, dann bring ihn. Der Fuß immer auch schon. So. Habt ihr alles, was ihr braucht? Nein, noch nicht. Herr Wirt, könnten wir einige Tage bei Ihnen wohnen? Oh ja, das wäre schön. Hier oben hätte ich noch Platz. Aber die Stuben sauber machen müsst schon selber. Ja, das machen wir schon. Weißt du, wie ich mit dem Papi oft auf der Jagd war, da haben wir oft tagelang in einer Schutzhütte gewohnt. Da habe ich sogar das Frühstück selber gemacht. Naja, ich habe schon gehört, dass eine kleine perfekte Hausfrau in dir steckt. Bin ich auch. Majestät, bitte, das Gewitter ist vorbei. Wirklich? Ja. Ist aber schnell gegangen. Ja. Tatsächlich. Schau, den Regenbogen. Wo? Da. Ja, direkt über dem Karwendel. Verzeihung. Bitte, Majestät, der Bergführer meint, wir müssen den Rückweg sehr bald antreten, damit wir noch vor Einbruch der Dunkelheit zu Tal kommen. Na ja, dann müssen Sie den Rückweg eben alleine antreten. Wir bleiben nämlich einige Tage hier oben. Was, hier heroben? In dieser primitiven Hütte? Ja, bitte veranlassen Sie sofort, dass uns ein Koffer mit Kleidern und den notwendigsten Dingen heraufgebracht wird. Und wirklich sorgen Sie dafür, dass wir nicht gestört werden. Majestät, hier gibt's doch nicht einmal Wasser. Aber im Branden, Prost, Herr Oberst. Prost, Majestät. Trinken Sie ruhig als Stärkung für den Abstieg. Prost, Majestät. Majestät. Sind Sie wahnsinnig? Wir sind doch inkognito hier. Oh, Verzeihung. Und verabschieden Sie sich so, wie es hier üblich ist. Jawohl. Festleicht schon oben? Ja. Was dann? Bitte. Also? Bitte. 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 Ich bin so glücklich, dass du auf diese Idee gekommen bist. Einmal ein paar Tage so zu leben wie die anderen Menschen. Ja, ich freue mich auch. Es wird herrlich werden. Du, und morgen stehen wir ganz früh auf. Der Morgen ist nämlich das Allerschönste in den Bergen. Ja, ich weiß. Axel, komm raus! Schneidhotz! Schneidhotz? Du! Tatsächlich, mitten im Sommer. So was habe ich in Bosnien noch nie erlebt. Das glaube ich. Komm, wir machen einen Schneeballschlag. Diese Wolkenstimmung. Schön ist das. Ja, ja.
Siehst du, so wie jetzt möchte ich dich immer haben. Weit weg von allen deinen Regierungsgeschäften und von der Politik. Du kein Kaiser und ich keine Kaiserin. Sondern nur eine kleine, perfekte Hausfrau. Ja. Mein Gott, ich habe hier noch so viel Arbeit. Sag mal, warum spuckst du denn so? Das macht man so. Das hat mir der Thomas in Possenhofen gezeigt. Je mehr man spuckt, desto besser glänzen die Schuhe. Das sagt man aber nicht der Mama. Keine Spur ist unser Geheimnis. Nun, lieber Graf, was hat sich während unserer Abwesenheit Wichtiges ereignet? Majestät, die Nachricht von der Abreise Ihrer Majestät hat sich bei der Wiener Bevölkerung wie ein Lauffeuer verbreitet. Das habe ich vorausgesehen. Man spricht von einem nicht wieder gutzumachenden Zerwürfnis zwischen Ihrer Majestät und Ihrer kaiserlichen Hoheit, Erzherzogin Sophie. Und was haben Sie getan, um dieses Gerücht zu widerlegen? Nach meiner Meinung lässt sich ein solches Gerücht nur aus der Welt schaffen, wenn Euer Majestät sich möglichst bald mit den beiden allerhöchsten Damen in der Öffentlichkeit zeigen. Sie haben recht, Exzellenz. Ich glaube, es ist nicht alles in Ordnung. Das wird sich ja morgen beim Empfang der ungarischen Abordnung herausstellen. Geschworen, dass die Kaiserin allein kommt. Ich auch. Sei doch still. Da siehst du, dass alles nur die Rede war. Von einer Feindschaft der beiden Frauen keine Spur. Hast du mit deiner Mutter gesprochen? Ja, aber leider ohne Erfolg. Ich habe es geahnt. Wenn wir nach Hause kommen, wird alles so sein, wie es war. Sie hat gedroht, das Schloss zu verlassen, bevor sie die Erziehung des Kindes jemand anderen überlässt. Und was hast du geantwortet? Ich habe nicht gewusst, was ich sagen soll. Dann werde ich es dir sagen. Sie soll bleiben. Aber ich gehe. Für immer. Sie hast du denn vergessen, wie unendlich glücklich wir noch vor ein paar Tagen waren? Nein, ich habe nichts vergessen. Nur, wir dürfen anscheinend nicht lange glücklich sein. Das ist unser Schicksal. Schon gepackt? Nein, Frau Gräfin. Also dann beeilen Sie sich. Kommt das auch mit, Frau Gräfin? Ja, das kommt auch mit. Und das Rosa auch? Ja. Du bist also nach Wien gekommen, um mir eine Szene zu machen? Nein, Sophie. Nur um mit dir zu reden. Einfach zu reden. Von Mutter zu Mutter. Schau, Sophie, ich habe unsere Kindheit nicht vergessen. Und niemand weiß so gut wie ich, dass du im Grunde ein seelensguter Mensch bist. Und dass sich nur das Leben und diese ganzen politischen Verhältnisse so hart gemacht haben.
Du hast immer nur gekämpft, dein ganzes Leben, um ein Ziel, um dein Kind. Du hast selbst auf den Thron verzichtet, weil du Franz Josef liebst. Du hast Opfer gebracht und alles getan, nur um ihn glücklich zu machen. Und gerade deshalb, Sophie, darfst du ihm doch jetzt nicht das schönste Glück, die Liebe seiner Frau, trüben. Sissi liebt deinen Franz unendlich. Und dafür musst du ihr doch dankbar sein. Habe ich nicht recht? Liebe Ludovica, du brauchst nicht zu glauben, dass ich Sissi nicht mag und dass ich nicht alle ihre Vorzüge kenne und schätze. Und ich habe auch die Erziehung der kleinen Sophie nicht übernommen, um Sissi weh zu tun, sondern weil ich der Ansicht bin, dass Sissi selbst noch ein Kind ist und dass Frauen in unserem Alter Kinder besser erziehen können. Aber ein Kind gehört doch zur Mutter. Und eine Kaiserin gehört zum Kaiser. Franz Josef wird in der nächsten Zeit viele Reisen unternehmen müssen zur Wohlfahrt seines Landes und da muss Sissi an seiner Seite sein und darf sich nicht in ein Kinderzimmer verkriechen. Gewiss. Aber das eine schließt das andere doch nicht aus. Sophie, ich bitte dich, sei jetzt klug und mach keinen Fehler. Du kannst mich doch nicht im Stich lassen. Schau grad, jetzt brauche ich meine ganze Kraft, meine ganze Konzentration. Zar Nikolaus will mich zu einem Krieg zwingen, den ich nicht führen will und nicht führen darf. Frankreich setzt mir auch das Messer an die Brust und will mich in einen Krieg verwickeln. Ich brauche dich, Sissi. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deinen Rat. Ich hab's doch bei den Ungarn gesehen. Dein Verständnis und dein Liebreiz waren stärker als meine Armee samt meinen Feldmarschallen. Ohne dich wäre eine Versöhnung mit Ungarn nie zustande gekommen. Und ohne dich würde ich nie zum König von Ungarn gekrönt werden. Du sprichst immer von Krönung und Völkerversöhnung, aber nie von unserem Kind. Du siehst immer die Kaiserin in mir, aber nie die Mutter deines Kindes. Nein, Sissi, aber ich muss dich an Dinge erinnern, die für unser Land wichtig sind. Was gibt's denn? Der Generaladjutant Eurer Majestät bittet Eurer Majestät erinnern zu dürfen, dass der Empfang der ungarischen Abordnung in einer halben Stunde stattfindet. Ja, ja, sagen Sie dem Grafen, dass ich gleich komme. Sissi, du musst dich auch fertig machen. Rechne nicht mit meinem Erscheinen. Ich bin augenblicklich nicht imstande, an dem Empfang teilzunehmen. Aber das ist doch völlig ausgeschlossen. Du weißt doch, was dieser Empfang für uns bedeutet. Für mich bedeutet er nichts. Sissi, du bist Kaiserin von Österreich. Bitte vergiss das nicht. Und jetzt entschuldige mich bitte, es ist höchste Zeit. Auf Wiedersehen, Sissi. Leb wohl, Franz. Majestät, ich wollte nur melden, dass die Kleiderkoffer gepackt sind und fragen, wann Majestät abzureisen gedenken. Noch in dieser Stunde. Aber bitte lassen Sie mich jetzt allein. Schüler. Ja? Ich habe soeben erfahren, dass die Kaiserin am Empfang der Abordnung nicht teilnimmt und noch in dieser Stunde verreist. Aber das ist doch nicht möglich, das kann doch nur ein Gerücht sein. Leider nein. Ihre Vertraute, die Gräfin Bellegarde, hat es mir gesagt. Es ist zu einem neuerlichen Zerwürfnis zwischen ihr und der Kaiserin Mutter gekommen, wegen des Kindes. Ich muss sofort mit der Kaiserin sprechen. Ja, wie stellst du dir denn das vor? Ich gehe einfach zu ihr.
Führ mich in Ihr Zimmer, du kennst dich doch hier aus. Aber du kannst doch nicht ganz einfach ohne Anmeldung... Aber ich muss es riskieren. Es steht zu viel auf dem Spiel. Ich bitte dich, zeig mir den Weg. Komm. Majestät, Verzeihung, dass ich störe. Graf Andrasch ist hier. Graf Andrasch? Ja, er bittet Majestät inständig um eine Audienz. Haben Sie nicht gesagt, dass ich jetzt nicht in der Verfassung bin, jemand zu empfangen? Gewiss, Majestät, aber der Graf ließ sich nicht abweisen. Lassen Sie ihn eintreten. Ihre Majestät lässt bitten. Majestät, ich bitte tausendmal um Entschuldigung, dass ich so formlos eindringe. Aber es wurde mir soeben mitgeteilt, dass Majestät am Empfang der ungarischen Abordnung nicht teilnehmen werden. Ich habe Gründe, die mich zu diesem Entschluss zwingen. Majestät, ich bin überzeugt, dass diese Gründe schwerwiegend sind. Aber ich muss Eure Majestät bitten, diesen Entschluss abzuändern. Das geht leider nicht. Majestät, seit Maria Theresia hat das ungarische Volk von Generation zu Generation auf einen Menschen in diesem Kaiserhaus gewartet, zu dem es Vertrauen haben kann, für den es sich lohnt zu leben und zu sterben. Wir sind heute nicht zum Kaiser von Österreich gekommen, sondern zu unserer künftigen Königin. Und deshalb müssen Majestät an diesem Empfang teilnehmen, auch wenn es für Eure Majestät das größte Opfer bedeutet. Graf Andrasch, dringen Sie nicht weiter in mich. Ich kann nicht. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Es ist schwer, mein Kind. Du darfst deinen Mann jetzt nicht im Stich lassen. Besonders, wo du weißt, dass er dich liebt. Du hast eine Aufgabe. Und deshalb musst du jetzt stark sein und dich selbst überwinden. Ob sich? Nein. Die Abordnung schon versammelt? Jawohl, Majestät. Aber Ihre Majestät ist noch nicht hier. Ihre Majestät wird wahrscheinlich zu dem Empfang nicht erscheinen. Haben Majestät weitere Befehle? Nein. Sissi. Ich freue mich, dass du gekommen bist, Sissi. Und ich bin glücklich, dass ich dir auch eine große Freude bereiten kann. Mama hat eingesehen, dass das Kind zur Mutter gehört. Franz, ist das wahr? Ja. Sie hat bereits veranlasst, dass das Kinderzimmer wieder dorthin verlegt wird, wo es war. Sind das angeordnet? Ihre kaiserliche Hoheit. Sophie, dass du das getan hast. Meine Majestät, der Kaiser. Ihre Majestät, die Kaiserin.
begrüße die Abgesandten des ungarischen Volkes und heiße sie in Wien herzlich willkommen. Eure Majestät, das ungarische Volk, für welches ich die Ehre habe, hier zu sprechen, hat den Wunsch geäußert, dass Ihre Majestät an der Krönung Eurer Majestät teilnehmen und am gleichen Tag zur Königin von Ungarn gekrönt werden soll. Ich entspreche diesem Wunsch umso lieber, als er auch mit meinen Wünschen übereinstimmt. Ich bin der Vorsehung dankbar, dass sie mir eine Frau gegeben hat, die die göttliche Gnade besitzt, die Herzen ganzer Völker zu gewinnen. Ich bitte jetzt die Kaiserin, Ihnen, meine Herren Abgesandten des ungarischen Volkes, auf Ihre Frage zu antworten. Mit großer Freude erfülle ich Ihren Wunsch. Überbringen Sie dem ungarischen Volk meinen aufrichtigsten Dank und meinen herzlichsten Gruß. Ich freue mich schon heute auf die Reise nach dem schönen Ungarn. Ehe! 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 Freunde, aus allen Komitaten Ungarns sind brave Leute zu uns gekommen, um mit ihrer mitgebrachten Erde einen Hügel aufzubauen, auf dem unser künftiger König den Treueschwur leisten soll. Gott segne unseren künftigen König, unser geliebtes Land und unsere heilige Erde. Ishten al-Jokira Junkot, Szeretet hozánkat, és szentföldünket. Simple friend, I love each. Weit dieses Land ist. Es reicht es bis zum Himmel. Bis zum lieben Gott. Und dieses große Land hast du erobert. Nur mit deinem Herzen. Dr. Falk gezeigt hat. Franz, bitte schau. Thank you.
hiermit gelobe ich bei Gott, dem Allmächtigen, das ungarische Land zu schützen gegen jeden Feind, komme er von Ost, von Süd, von West oder von Nord. Als Königin von Ungarn gelobe ich, meine Pflichten gegenüber meinem Land zu erfüllen. Die Liebe eines Volkes hat mich zu seiner Königin gemacht. Ich will diesem Volk dieselbe Liebe entgegenbringen und alles tun, um dieses Volk glücklich zu machen. Mindent megfogokten, ami hatal mamman al, hodja magia, nemsetet, boldoka, tetien.